Liebe Sternenfreundinnen und Freunde, im Februar spitzt sich das Saturn-Uranus-Quadrat weiter zu, das schon im Januar für einige Aufregung gesorgt hat. Aber wenn die Sonne ins Zeichen der sanften Fische geht, werden sich einige Anspannungen lösen und dann ist ein plötzlicher Durchbruch möglich. Mehr dazu und wie sich die Konstellationen für euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Video geht es um die Tendenzen im Februar für die 12 Sternzeichen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Aspekte des Monats. Die Timecodes, wann euer jeweiliges Sternzeichen bzw. Aszendentenzeichen dran ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle schon mal der Hinweis, dass die Tendenzen allgemein für euer Sternzeichen oder den Aszendenten gelten. Wenn ihr die Bedeutung der Aspekte zu eurem Horoskop und euren persönlichen Planeten nachlesen wollt, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene PDF-Horoskope oder eine persönliche Beratung bei mir zu buchen. Alle Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung, und zwar unter dem Horoskope-Shop. Und ich habe auch wieder eine Verlosung im Februar, und zwar ein Exemplar meines Astrologiebuchs Geheimnisse der Astrologie mit persönlicher Widmung. Mehr dazu im Serviceteil am Ende des Videos, auch dem habe ich einen Timecode gegeben. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Januar, Nicole Breiholz. Herzlichen Glückwunsch, liebe Nicole. Bitte schreib mir eine E-Mail an service@antonialangsdorf.com mit deinen Geburtsdaten und deinem Wohnort. Dann können wir dir die Jahresvorschau zumailen. Tja, was soll ich sagen? Die Konstellationen im Februar sind nochmal heftig, denn das Quadrat zwischen Saturn und Uranus spitzt sich nun immer weiter zu und wird dann exakt am 17. Februar. Wir haben insgesamt 5 Planeten im Wassermann, die natürlich alle Saturn und Jupiter aktivieren und auch die Spannung hier zu Uranus, Lilith und Mars, die im Stier stehen. Beteiligt ist auch die Venus, die vom 1. bis 25. durch den Wassermann läuft. Vom 3. bis 8. Februar gibt es eine kritische Phase. Da müssen wir besonders auf unsere Beziehungen Acht geben, damit es nicht zum Bruch kommt. Das betrifft nicht nur die Liebe, sondern auch berufliche oder gesellschaftliche Beziehungen. Deshalb seid lieb zueinander, auch wenn ihr unter Druck steht. Der Merkur ist im Wassermann rückläufig vom 30. Januar bis 21. Februar und bildet dabei auch Spannungen zu Mars, sodass wahrscheinlich in der ersten Monatshälfte viele hitzige Diskussionen geführt werden. Missverständnisse und Fehlinformationen können die Situation zusätzlich aufheizen. Der Neumond am 11. Februar fällt in den Wassermann und an dem Tag haben wir einen ganz tollen Finanzaspekt und auch Liebesaspekt zwischen Jupiter und Venus. Gleichzeitig ist ja der Merkur rückläufig. Insofern ist die Freude nicht ganz ungetrübt. Aber behaltet es mal im Auge. Es kann durchaus sein, dass sich in diesen Tagen die eine oder andere nette finanzielle Überraschung ergibt oder auch eine besondere Chance für ein Schnäppchen. Man muss halt nur wegen dem rückläufigen Merkur die üblichen Sachen beachten. Das Kleingedruckte genau lesen oder vielleicht eine endgültige Entscheidung noch bis nach dem 21. vertagen. Zum Thema Neumond im Wassermann gibt es dann auch wieder einen Livestream von mir. Zum Valentinstag am 14. Februar haben wir einen schönen Aspekt zwischen Merkur und Jupiter, ideal für freundliche und liebevolle Botschaften. Aber der Merkur ist ja eben rückläufig. Deswegen achtet darauf, falls ihr Liebesbotschaften und Blumensträuße verschickt, dass sie rechtzeitig und beim richtigen Menschen ankommen. Am 17. Februar wird dann das Quadrat zwischen Saturn und Uranus zum ersten Mal in diesem Jahr exakt. Da folgen dann noch 2 weitere Male im Juni und im Dezember. Die Auswirkungen dieses Aspekts haben wir im Januar schon anhand der Ausschreitungen in Washington deutlich wahrnehmen können. Das ist ein typischer Revolutionsaspekt. Möglich sind auch wieder neue oder weitere Auseinandersetzungen um die Covid-Vorsichtsmaßnahmen und die Impfung. Ich empfehle euch, die Ruhe zu bewahren und das Ganze aus einer gewissen spirituellen Distanz zu betrachten. Ist nie gut, wenn man sich in die Energie solcher Aspekte hineinziehen und provozieren lässt. In der Rückschau stellt man dann nämlich manchmal fest, dass man noch nicht alle Informationen hatte, um die Situation wirklich beurteilen zu können.
Uranus-Saturn-Quadrate zeigen an, dass sich über längere Zeit eine Spannung aufbaut, die sich dann plötzlich entlädt. Und das kann übrigens auch durch ein Naturphänomen geschehen. Insofern erwarte ich also noch einen ziemlich unruhigen Februar. Ein Zeichen der Hoffnung ist jedoch, dass gleichzeitig Saturn einen Freundschaftsaspekt zu Chiron bildet. Das spricht dafür, dass Politiker und Behörden besser mit Heilern und Helfern zusammenarbeiten und ihre Kräfte besser bündeln. Dieser Aspekt wurde uns sozusagen vom Kosmos gleichzeitig mit dem Saturn-Uranus-Quadrat geschenkt und ich hoffe, er kann für einen gewissen Ausgleich sorgen. Kurz nach dem Höhepunkt der kritischen Aspekte am 17. Februar haben wir eine deutliche Veränderung der Energie Richtung Entspannung, wenn nämlich die Sonne am 18. Februar in die Fische geht. Am 21. Februar wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und am 25. geht die Venus in die Fische. Aus kosmischer Sicht bedeutet das eine Entwicklung Richtung Entspannung, Loslassen und Beruhigung. Der Vollmond im Februar fällt in die Jungfrau und findet am Samstag, den 27. Februar statt. Er beleuchtet die Heilungs- und Spiritualitätsachse im Weltenhoroskop. Diese Konstellation könnte eine Besserung im Covid-Chaos einläuten, denn danach entspannt sich die Aspektlage bis zum Juni. Lasst uns mal alle die Daumen drücken, dass es so klappt, wie es vom Kosmos vorgesehen ist. Nähere Informationen über die Mondphasen bekommt ihr dann jeweils in meinen Livestreams. Übrigens, die Sonne geht ja dieses Jahr schon am 18. Februar um 11.44 Uhr in die Fische. Ich habe schon einige Nachfragen zu den Sternzeichendaten erhalten, die ich hier in diesen Videos immer benutze. Viele haben sich gewundert, dass die Daten von dem abweichen, was ihnen bekannt ist. Aber durch das Schaltjahr 2020 sind die Daten 2021 alle nach vorne verschoben. Manche beginnen sogar einen Tag früher, so eben auch die Fische. Warum das so ist, dazu habe ich ein schönes Erklärvideo gemacht. Das heißt, der Kalender und die Sternzeichen, so passen sie zusammen. Schaut doch da mal rein und informiert euch darüber, wie das mit den Sternzeichendaten wirklich funktioniert. Da ist auch eine aufschlussreiche Animation drin, wie das kommt, dass die Sonne scheinbar durch den Tierkreis läuft. Ich verlinke euch das hier über die Infokarte. Jetzt geht es aber los mit den Sternzeichen-Videos und schaut ruhig auch mal in das Zeichen eures Aszendenten mit rein und auch in die Zeichen eurer Partner und anderer Menschen, mit denen ihr häufig zu tun habt, damit ihr wisst, mit welchen kosmischen Energien die jetzt zu tun haben. Los geht's, wie immer, mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. 5 Planeten befinden sich jetzt im Wassermann und stehen günstig zu euch. Deshalb gehört ihr zu denjenigen, die jetzt viel zu einem Gelingen der anstehenden Aufgaben beitragen können. Für euch ist das harsche Quadrat zwischen Saturn und Uranus leichter zu handhaben als für viele andere. Deshalb schaut, wo ihr euch einsetzen und gegebenenfalls sogar die Führung übernehmen könnt. Wenn ihr jetzt beherzt und furchtlos eure Aufgaben in Angriff nehmt, könnt ihr Vorbild sein und anderen Mut machen. Wichtig ist, dass ihr dabei den Teamgedanken hochhaltet und nicht alleine losstürmt, sondern schaut, dass es ein gutes Miteinander gibt. Wermutstropfen ist der rückläufige Merkur im Wassermann und zwar vom 30. Januar bis zum 21. Februar. Im Zweifelsfalle gilt deshalb, dass es besser ist, mit gutem Beispiel voranzugehen, als lange zu diskutieren, denn dabei können Missverständnisse entstehen. Rechnet auch damit, dass es mit Mitstreitern aus eurem Netzwerk oder auch Freunden und Bekannten zu Missverständnissen kommen kann oder dass Informationen nicht stimmig sind oder dass Leute ihre Meinung ändern. Für eure Beziehungen ist es sehr angenehm, dass die Venus fast den ganzen Monat über im freundschaftlichen Aspekt zu euch steht. Ihr mögt es ja gerne, mit Freundinnen und Freunden, aber auch mit Liebespartnerinnen und Partnern aktiv zu werden und etwas gemeinsam zu unternehmen. Wenn nicht äußere Umstände dagegen sprechen, sollte in eurem Privatleben keine Langeweile aufkommen. Und selbst wenn wir uns noch weiterhin einschränken müssen, findet ihr vielleicht online Mittel und Wege zum gemeinsamen Spielen oder zum Austausch. Wenn ihr Single seid, lernt ihr möglicherweise durch euren Freundeskreis jemand Neues kennen oder flirtet erfolgreich im Internet. Um den 6. Februar herum haben wir eine Konstellation für Liebeskummer oder Zurückweisung, betrifft aber wohl eher eine Freundin oder einen Freund von euch und ihr könnt vielleicht sogar bei dem Liebesproblem helfen.
Denkt daran, dass der Merkur rückläufig ist und achtet bei Verabredungen darauf, dass man sich nicht verpasst. Und wenn es doch passiert, nehmt es euch gegenseitig nicht übel. Und falls ihr zum Valentinstag Grüße verschicken wollt, achtet darauf, dass sie rechtzeitig und an der richtigen Stelle ankommen. Von der Fitness und Gesundheit her, denke ich, habt ihr einen einigermaßen starken Monat, weil auch die Sonne als Kraftspenderin günstig steht. Euer Herrscher Mars im Stier ist ebenfalls eine kräftigende Konstellation. Der Neumond am 11. Februar fällt in euren Freundschaftsbereich. Das kann zum Beispiel anzeigen, dass in einer Freundschaft ein Neustart fällig ist. Möglich auch, dass ihr jemanden kennenlernt, mit dem ihr euch anfreunden könnt. Der Neumond ist auch geeignet, um beruflich über eure Einstellung zur Teamarbeit nachzudenken oder auch, falls ihr überlegt, im Team etwas zu ändern oder jemand Neues mit hineinzunehmen. Umsetzen solltet ihr das aber erst nach dem 21., wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Etwas heikel ist das Geldthema diesen Monat. Vor allem die Kombination Geld und Freundschaft kann zu größeren Verwerfungen führen. Falls ihr von Freunden angepumpt werdet, seid vorsichtig, es sei denn, ihr könnt den Betrag im Zweifelsfalle auch verschenken. Weil aber der Mars in eurem Geldhaus steht, seid ihr wohl eher daran interessiert, Gelder zu erhalten, die euch zustehen. Das kann auch gelingen. Anfragen und Mahnungen versprechen ab dem 21. Februar Erfolg. Am 18. Februar um 11.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und aktiviert dann bei euch den Bereich der Spiritualität, aber auch des Rückzugs. Manche von euch werden sich dann in den kommenden 4 Wochen vielleicht etwas schlapp fühlen. Andererseits bildet der Mars bis zum Monatsende einen sehr kraftvollen Aspekt. Deswegen rafft euch ruhig trotzdem auf, wenn was Wichtiges anliegt, denn ihr könnt dann nochmal sehr produktiv werden. Am 21. Februar wird dann, wie gesagt, der Merkur rückläufig und am 25. wechselt die Venus ins Zeichen Fische. Das ist eine schöne und liebevolle Anregung, wenn ihr spirituell arbeitet. Möglich, dass sich in den kommenden 3 Wochen in der Liebe nicht so viel tut oder dass sich Liebesangelegenheiten mehr auf einer innerlichen Ebene abspielen. Aber das hängt dann auch sehr davon ab, wo die aktuelle Venus in eurem persönlichen Geburtshoroskop unterwegs ist. Der Vollmond am 27. Februar fällt bei euch auf die Heilungs- und Spiritualitätsachse. Er eignet sich sehr gut für ein Heilritual und das Wochenende könnt ihr gut zur Entspannung nutzen. Wenn ihr jedoch beruflich zu tun habt, vor allem auch im Zusammenhang mit Heilung und Gesundheit, könnt ihr euch an dem Wochenende heldenhaft einsetzen und viel Gutes tun. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Es wird voraussichtlich ein bewegter Monat für euch, denn wir haben 5 Planeten im Wassermann, die alle in Spannung zu eurem Zeichen stehen und viel Energie, aber auch einige Störfeuer in euer Leben senden, vor allem, weil sie auch in Spannung zu Uranus stehen, der in eurem Zeichen steht. Außerdem ist auch der Merkur rückläufig im Wassermann, und zwar vom 30. Januar bis 21. Februar. Am besten, ihr richtet euch darauf ein, dass sich einige Pläne ändern werden und nicht alles so laufen wird, wie ihr es vorgesehen hattet. Andererseits stehen die ganzen Wassermann-Planeten für euch im kosmischen Karrierehaus. Deswegen können sich unvorhergesehene Entwicklungen durchaus auch als vorteilhaft für euch erweisen. Immerhin ist ja auch Glücksplanet Jupiter im Wassermann dabei und auch eure Herrscherin Venus. Am besten kommt ihr klar, wenn ihr diese energetischen Wellen geschickt reitet und euch davon nicht verärgern lasst und Unvorhergesehenes nicht persönlich nehmt. Das wird jetzt wieder nicht ganz einfach, denn gleichzeitig steht ja auch der Mars in eurem Zeichen und das gilt es zu beachten. Mars macht euch aktiv und schenkt euch Schaffenskraft und Entscheidungsfreude. Andererseits seid ihr aber auch tendenziell gereizt, wenn sich Pläne plötzlich ändern. Auch die Lilith steht ja bei euch im Zeichen und natürlich der Uranus. Das sind alles Faktoren, die euren Freiheitsdrang und euren Wunsch nach Unabhängigkeit anregen. Deshalb würde ich sagen, am besten funktionieren diese Konstellationen für alle Stiergeborenen, die selbstbestimmt arbeiten können und etwas Kreatives machen. Wenn ihr dagegen von Vorgaben abhängig seid oder unter Covid-Einschränkungen zu leiden habt, kann euch das schwer auf die Nerven gehen und ihr könnt schneller als sonst rot sehen und euch fürchterlich aufregen. In dem Fall solltet ihr an die 90-Sekunden-Regel denken. Lasst Gefühle von Ärger und Zorn 90 Sekunden lang durch euch hindurchrauschen
ohne euch gedanklich hineinzusteigern. Danach werdet ihr schon wieder ruhiger und seht die Situation klarer. Wenn ihr das beachtet, könnt ihr eine ganze Menge erreichen im Februar, obwohl es eben nicht immer rund läuft. Auch in der Liebe zeigen die Sterne während der ersten Monatshälfte einige Anspannungen. Eine kritische Phase habt ihr vom 4. bis 16. Februar. Dann können stürmische Gefühlswogen für einiges Chaos sorgen. Fest liierte Stiere könnten sich zu einem Fremdflirt hingezogen fühlen. Singles sollten besonders vorsichtig sein, wenn sich eine Affäre zu einem oder einer Vorgesetzten anbahnt oder umgekehrt mit jemandem, der für euch arbeitet. Auch strittige Themen und Grundsatzdiskussionen mit euren Partnern oder Familien solltet ihr lieber noch verschieben, damit es nicht zu einem Bruch kommt. Ab dem 18. wird es deutlich besser. Gesundheitlich seid ihr stabil und fit, denn der Mars in eurem Zeichen bringt viel Kraft und Energie. Ihr solltet unbedingt körperlich aktiv werden und wenn die Sportstudios noch geschlossen sind, dann geht einfach raus und bewegt euch an der frischen Luft. Das ist im Moment sowieso am gesündesten. Wandern mit Steigungen wäre zum Beispiel ideal. Das ist ein gutes Cardiotraining und macht außerdem den Kopf frei zum Nachdenken. Und nachzudenken gibt es jede Menge. Zum Beispiel über eure beruflichen Pläne und eure persönlichen Ziele. Denn der Neumond am 11. Februar fällt in diesen Bereich. Ich habe einige Klientinnen aus dem Zeichen Stier, die bereits dabei sind, sich erfolgreich an die Herausforderungen der neuen Zeit anzupassen. Das könnte auch für einige von euch jetzt anstehen. Zu Neumond haben wir auch einen ganz tollen Finanzaspekt. Trotz rückläufigem Merkur ist da ein Erfolg möglich oder ihr habt eine großartige Finanzidee oder es kommt Geld herein. Schreibt euch alles auf, was euch einfällt, redet aber noch nicht öffentlich drüber, solange der Merkur noch rückläufig ist. Bis zum 17. Februar ist die Atmosphäre noch ziemlich angespannt. Danach wird es spürbar harmonischer. Am 18. Februar um 11.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und dann lösen sich viele Spannungen. Der Rest des Monats wird dann für euch deutlich angenehmer. Am 21. wird auch der Merkur wieder direktläufig und am 25. geht die Venus in die Fische und bildet dann für 3 Wochen traumhafte Aspekte. Dann beginnt in der Liebe eine harmonische Phase bis zum 21. März, sowohl in euren Beziehungen als auch für Freundschaften. Der Vollmond am 27. Februar steht ebenfalls günstig zu euch. Die Konstellation ist sehr schön für kreative Tätigkeiten, für ein Vollmondritual oder für Wellness. Und wenn ihr einen Liebespartner oder Partnerin habt, solltet ihr euch dieses Wochenende Zeit für Kuschelstunden nehmen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Aszendenten. Für euch kann der Februar ein sehr produktiver Monat werden. Und die Zeit ist auch gut, um Pläne zu machen. 5 Planeten stehen im Wassermann und das bei euch im kosmischen 9. Haus der Pläne und der neuen Horizonte. Und sie bilden konstruktive Aspekte zu eurer Sonne. Außerdem aktivieren sie auch den Mondknoten, der ja bei euch im Zeichen steht. Dadurch habt ihr großen Einfluss in eurer Umgebung, beruflich wie sozial, und den solltet ihr mit viel Umsicht und Bewusstsein handhaben. Die Menschen interessieren sich für eure Einschätzung der Lage und die Informationen, die ihr zusammentragt. Der Wermutstropfen ist jedoch, dass der Merkur vom 30. Januar bis zum 21. Februar rückläufig ist. Insofern müsst ihr damit rechnen, dass man euch missversteht, wenn ihr eure Aussagen nicht sorgfältig und bewusst formuliert. Auch Pläne, die ihr jetzt macht, können sich nochmal ändern oder Beteiligte machen einen Rückzieher. Deswegen kann es günstig sein, dass ihr erstmal gründlich forscht und recherchiert und für euch selbst über alles nachdenkt. Dafür eignet sich besonders der Neumond im Wassermann am 11. Februar. Haltet Smartphone oder Notizbuch bereit, um Ideen und Einfälle zu notieren, die euch in der Neumondphase kommen. Zu Neumond haben wir außerdem einen sehr guten Finanzaspekt, daher ist die Zeit auch geeignet, um Finanzpläne zu machen. Nur hängt es noch nicht an die große Glocke, denn wie gesagt, solche Ideen müssen vermutlich nochmal überarbeitet und angepasst werden, sobald der Merkur wieder direktläufig wird. Beruflich ist die gute Nachricht, dass ihr nach einer schwierigen Phase mit Verwirrungsaspekten durch Neptun jetzt wieder klarer seht. Ihr könnt gute Entscheidungen treffen und dabei erhaltet ihr möglicherweise Hilfe und Unterstützung von versteckter oder unerwarteter Seite. Ausnahme sind diejenigen Geburtstagskinder, die den Neptun-Aspekt direkt auf die Sonne empfangen. Die müssen weiterhin sehr aufpassen und sich sehr um Klarheit bemühen, innerlich und äußerlich.
Und welche Geburtstagskinder das sind, das könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen. Für die Liebe habt ihr vom 7. bis zum 25. Februar ein Highlight mit schönen Glücksmomenten. Die Zeit ist gut, um gemeinsam Pläne zu schmieden. Singles können Flirtkandidaten auf Reisen oder bei Hobbykursen treffen, sofern es denn möglich ist. Wenn es weiterhin schwierig ist, unterwegs zu sein, könntet ihr aber recht erfolgreich aufs Internet ausweichen. Auch in der Liebe sind wegen dem rückläufigen Merkur Missverständnisse und Planänderungen möglich. Deswegen achtet darauf, dass ihr Verabredungen nicht verpasst und nehmt es auch nicht persönlich, wenn es passiert. Falls ihr Grüße oder Blumen zu Valentinstag verschicken wollt, achtet darauf, dass sie auch wirklich ankommen. Aber insgesamt ist die Stimmung in euren Beziehungen heiter und zugewandt. Gesundheitlich gilt ja langfristig, dass Uranus in eurem 12. Haus innere Unruhe und Schlafstörungen anzeigen kann. Andererseits aber auch interessante Träume und Eingebungen, die euch vielleicht den Schlaf rauben, aber recht brillant sind. Wenn ihr also wirklich mit Schlafschwierigkeiten zu tun habt, solltet ihr überlegen, vielleicht ein Traumtagebuch zu führen oder euch im Klarträumen zu üben. Das bedeutet, man wird sich während des Traums bewusst, dass man träumt und kann seinen Traum dann steuern. Wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal das Wort Klarträumen googeln. Dafür gibt es online viele Anleitungen und Übungen. Den Februar über könnte außerdem euer Immunsystem geschwächt sein. Deshalb solltet ihr euch wirklich keinen Ansteckungsgefahren aussetzen. Dafür aber möglichst bei jedem Wetter oft an die frische Luft gehen, um eure Abwehrkräfte zu stimulieren. Am 18. Februar mittags geht die Sonne dieses Zeichen in die Fische und aktiviert dann für 4 Wochen den kosmischen Karrierebereich eures Horoskops. Am 21. wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und dann ist der Weg frei, die Pläne, die ihr gemacht habt, wichtigen Leuten zu präsentieren und in die Tat umzusetzen. Dann entspannt sich auch insgesamt die Lage und ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass es im März einige berufliche Highlights für euch geben wird. Der Vollmond am 27. Februar aktiviert bei euch die Entwicklungsachse in eurem Horoskop und betont auch Familienthemen. Das Wochenende eignet sich zum Beispiel, um euch mit Familienmitgliedern zusammenzusetzen und eure Pläne und Vorhaben für das neue Jahr zu besprechen. Dabei kann es auch darum gehen, wie viel Zeit und Energie ihr beruflich einsetzt und wie viel Zeit für die Familie übrig bleibt. Im März werdet ihr euch wohl voraussichtlich auf euer berufliches Fortkommen konzentrieren. Mehr dazu dann im nächsten Video. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Aus kosmischer Sicht sind diesen Monat eure festen und verbindlichen Beziehungen und auch finanzielle Werte besonders oft Thema. Denn wir haben 5 Planeten im Wassermann und die fallen beim Krebskollektiv und den meisten Krebsaszendenten hier ins 8. Haus der festen Verbindungen und Verpflichtungen. Vielleicht möchtet ihr zum Beispiel eine bestehende Partnerschaft vertiefen und denkt darüber nach, wie ihr gemeinsame finanzielle oder soziale Verpflichtungen handhaben könnt und wollt. Oder, was mich anbetrifft, ich bin ja Krebsaszendent, ich fliege Mitte Februar nach Arizona, um meinen Mann wiederzusehen. Wenn ihr alleinstehend seid, geht es dann vielleicht um eure Verträge, Verpflichtungen und Versicherungen oder auch finanzielle Partnerschaften, die ihr eingegangen seid. Beachten müsst ihr allerdings, dass der Merkur vom 30. Januar bis 21. Februar rückläufig ist und deshalb solltet ihr jetzt keine langfristig bindenden Verträge unterschreiben. Wenn es sich aber nicht vermeiden lässt, dann gilt wie immer, besonders sorgfältig prüfen, das Kleingedruckte lesen oder gegebenenfalls fachlichen Rat in Anspruch nehmen. Seid zwischen dem 3. und 8. Februar besonders achtsam, da bildet die Venus schwierige Aspekte und es kann zu einer Zurückweisung kommen oder vielleicht auch zu einem finanziellen Engpass und dadurch bedingt zu einer Prüfung der Beziehung. Es kann aber auch sein, dass ihr euch im Grunde in eurer Partnerschaft prima versteht, es aber zu Unstimmigkeiten durch Menschen aus eurem Freundeskreis kommt. Sei es, dass sich jemand Befreundetes in eine Beziehungsangelegenheit einmischt, sei es, dass euer fester Schatz mit jemandem nicht einverstanden sei, ist, mit dem ihr befreundet seid. Möglich auch, dass ihr mit jemandem aus dem Freundeskreis oder eurem beruflichen Netzwerk finanzielle Verbindungen habt, die wiederum eure gemeinsamen Beziehungsfinanzen belasten.
Vielleicht haben sich auch Freundinnen oder Freunde von euch in Schwierigkeiten gebracht und ihr sollt jetzt helfen, was wiederum zu Konflikten mit bestimmten anderen Verpflichtungen führt. In diesem Bereich fällt auch der Neumond am 11. Februar mit einem positiven Liebesaspekt. Vielleicht überlegt ihr dann, eurer Beziehung eine neue Ausrichtung zu geben oder ein bestimmtes Problem auf eine neue Weise anzugehen. Auch finanziell gibt es dann günstige Impulse und vielleicht sogar eine Ausschüttung. Und so denkt ihr vielleicht über eine gemeinsame finanzielle Verpflichtung oder Anschaffung nach. Oder ihr überlegt, welche Verträge ihr wirklich noch braucht und wo ihr euch von finanziellen Verpflichtungen befreien könnt. Ihr solltet aber Grundsatzdiskussionen mit Konfliktpotenzial auf jeden Fall aus dem Weg gehen und auch mit Käufen und Anschaffungen warten, bis der Merkur am 21. Februar wieder direktläufig wird. Im Zweifelsfalle denkt erstmal in Ruhe über alles nach und findet noch mehr über die Hintergründe heraus. Es lohnt sich, die Füße stillzuhalten, denn die Konstellationen werden Ende Februar und den März über wesentlich angenehmer und harmonischer für euch. Und dann lassen sich auch heikle Themen klären und vieles kommt ganz von selbst wieder in den Fluss. Beruflich kann der Monat recht produktiv werden, denn der Mars im Stier stärkt euch den Rücken und hilft euch, Entscheidungen zu treffen. Wobei ihr in der zweiten Monatshälfte sicherlich besser vorankommt als in der ersten, vor allem ab dem 21. Februar. Wenn ihr helfend und heilend arbeitet oder sozial, habt ihr viel zu tun und erhaltet Zuspruch und Wertschätzung. Denn Chiron, der beim Krebskollektiv und dem Krebsaszendenten hier im Karrierebereich steht, erhält nun einen stärkenden Aspekt von Saturn, der Amtshilfe und Anerkennung verspricht. Am 18. Februar mittags geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich der Pläne und der neuen Horizonte für euch. Am 21. wird endlich der Merkur wieder direktläufig und am 25. geht die Venus in die Fische. Das ist alles sehr günstig und positiv für euch. Ihr dürft euch dann auf ein Highlight in der Liebe und Beziehungen freuen, das bis zum 21. März anhält. Auch für Singles beginnt dann eine schöne Phase, in der die Flirtchancen steigen und auch die Hoffnung, dass man sich wieder freier bewegen kann, um Leute kennenzulernen. Am Samstag, den 27. Februar, ist Vollmond in der Jungfrau. Der bildet günstige Aspekte für euch. Das ganze Wochenende steht unter guten Sternen, also überlegt euch am besten schon mal, wie ihr die erfreulichen Konstellationen nutzen könnt. Sie sind nicht nur angenehm für die Liebe und zum Flirten, sondern auch für kreative Projekte oder um etwas Interessantes zu lernen, zum Beispiel bei einem Online-Kurs. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Wow, bei euch ist richtig was los im Partnerhaus. 5 Planeten im Wassermann tummeln sich da und deswegen ist zu vermuten, dass die Menschen eure Nähe suchen und dass ihr interessanten Leuten begegnet, trotz Lockdown und sozialen Beschränkungen. Falls ihr flirten wollt, solltet ihr dafür ruhig das Internet oder andere Online-Möglichkeiten nutzen. Und wenn ihr bereits jemanden kennengelernt habt, dann telefoniert oft über WhatsApp-Call mit Bild. Für die fest liierten Löwen bedeutet diese Konstellation normalerweise viel Geselligkeit, entweder gemeinsam mit dem Partner oder mit neuen Leuten. Aber da kann es nun natürlich auch Einschränkungen geben. Wie dem auch sei, das Thema Partnerschaft und Beziehungen ist großgeschrieben. Wie ich auch schon in meinem Jahrbuch gesagt habe, für einige von euch ergeben sich neue Beziehungen, für andere steht aber auch die Partnerschaft auf dem Prüfstand. Das kommt auf eure Ausgangssituation an. Jetzt im Februar empfehle ich euch, zumindest in den ersten 3 Wochen keine Grundsatzgespräche anzustreben und auch möglichen Konflikten eher aus dem Weg zu gehen. Denn auch der Merkur steht im Wassermann und ist rückläufig. Dadurch kommt es zu den bekannten Begleiterscheinungen wie zum Beispiel Missverständnissen, geplatzten Verabredungen oder Planänderungen. Alle Beteiligten sollten sich das möglichst nicht gegenseitig übel nehmen. Außerdem haben wir zwischen dem 3. und dem 8. Februar eine Liebeskummerkonstellation und auch eine Tendenz, sich vorschnell zu trennen, wenn irgendwas nicht gut läuft. Das solltet ihr jetzt alles umschiffen und den Ball flach halten, damit nicht etwas passiert, was ihr hinterher bereuen könntet. Der Neumond am 11. Februar fällt ebenfalls in euer kosmisches Partnerhaus und kann euch nahelegen, in einer Beziehung einen Neustart zu wagen. Da haben wir dann gleichzeitig eine sehr schöne Konstellation für Liebesglück, aber auch für tragische Missverständnisse. Wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie ihr es euch wünscht,
Geht erstmal davon aus, dass keine böse Absicht dahinter steckt und findet mehr über die Hintergründe heraus. Wenn ihr Single seid, ist das normalerweise ein fantastischer Neumond für den Beginn einer neuen Beziehung oder wenigstens eines spannenden neuen Flirts. Keine Ahnung, wie das bei den momentanen Einschränkungen funktionieren kann, aber meldet mir hier gerne zurück, ob der Kosmos trotzdem Mittel und Wege findet, euch mit jemandem zu verbinden. Immerhin steht ja auch die Mondknotenachse günstig für die Löwen. Vielleicht tritt auch durch gemeinsame Bekannte oder eure Freunde jemand Neues in euer Leben. Beruflich kann der Monat von starken Anspannungen gekennzeichnet sein. In eurem kosmischen Karrierehaus befinden sich Uranus, Lilith und Mars. Das heißt, die Tendenzen aus dem Januar mit vielen Entscheidungen und auch unerwarteten Änderungen setzen sich auch im Februar noch fort. Besonders die Zeit bis zum Neumond ist sehr fordernd. Weil der Mars gleichzeitig einen Spannungsaspekt zu eurer Sonne bildet, ist Besonnenheit gefragt. Ich erinnere euch auch nochmal an die 90-Sekunden-Regel. Wenn ihr euch wirklich ärgert, 90 Sekunden tief durchatmen und abwarten, bis sich diese Emotionen wieder abbauen. Danach könnt ihr über den Vorgang mit viel mehr Ruhe und Klarheit nachdenken und überlegen, was zu tun ist. Auch der rückläufige Merkur kann dazu beitragen, dass es teilweise im Job chaotisch zugeht und dass Abläufe durch Missverständnisse und Fehlinformationen behindert werden. Das kann euch so ärgern und frustrieren, dass ihr die Geduld verliert und womöglich sogar spontan kündigen wollt. Wartet lieber ab und behaltet eure Ziele im Auge. Denkbar ist auch, dass ihr eine partnerschaftliche Situation habt, die durch die starken beruflichen Anforderungen belastet wird und sich dadurch noch mehr Druck aufbaut. Aber ihr dürft darauf vertrauen, dass sich die Spannungen ab dem 18. Februar langsam auflösen. An dem Tag geht die Sonne mittags ins Zeichen Fische und dann folgt eine friedlichere und entspanntere Phase bis Ende März. Am 21. wird der Merkur wieder direktläufig und am 25. wechselt die Venus in die Fische. Das zeigt Verständnis und Einigung an. Davon profitieren besonders eure verbindlichen Beziehungen und Partnerschaften, privat wie beruflich. Der Vollmond am Samstag, den 27. Februar, fällt ebenfalls in diesen Bereich und legt nahe, dass ihr euch dieses Wochenende auf jeden Fall für eure Partnerschaft Zeit nehmen solltet. Falls ihr alleinstehend seid, eignen sich die Konstellationen, um über finanzielle Vorhaben nachzudenken und vielleicht könnt ihr sogar endlich mal wieder shoppen gehen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Offenbar seid ihr im Job oder auch gesundheitlich im Februar sehr gefordert. 5 Planeten stehen im Wassermann und bewegen sich durch das 6. Haus des Arbeitsalltags und der Gesundheit. Das gilt besonders für die Jungfrau-Aszendenten, aber eben auch für das Jungfrau-Kollektiv. Viele Jungfraugeborene arbeiten ja in heilenden und helfenden Berufen und dass die jetzt viel zu tun haben, liegt ja auf der Hand. Aber auch die übrigen Jungfraugeborenen, die beispielsweise in der Verwaltung oder Buchführung arbeiten, haben häufig viel zu tun. Oder sie sind mit der Umstellung auf Homeoffice beschäftigt oder kämpfen mit den Veränderungen des Alltags, die der noch andauernde Lockdown mit sich bringt. Aber ihr habt es ja vielleicht in dem Video Aufbruch in die Luftepoche gehört, das ich mit Christoph Niederwieser gemacht habe. Jungfraugeborene profitieren bei dem Übergang in die Luftepoche von ihren besonderen, flexiblen Fähigkeiten, sich anzupassen, erfinderisch zu sein und sich schnell auf neue Details einstellen zu können. Ich kenne auch viele Jungfraugeborene, die spirituell arbeiten und die jetzt sehr viel zu tun haben, indem sie andere unterstützen und begleiten. Deswegen seid nicht traurig, wenn ihr euch jetzt vielleicht auf Zoom und Online-Medien umstellen oder an eine neue Software im Beruf gewöhnen müsst, sondern betrachtet es als Investition in die Zukunft. Und jetzt im Februar könnt ihr gewissermaßen einen Vorgeschmack auf die Anforderungen der Luftepoche bekommen mit all diesen Planeten im Wassermann. Die Spannungsaspekte dieses Monats, die sich bis zum 17. hinziehen, können sich bei euch dahingehend auswirken, dass ihr leider nicht alle Pläne, die ihr gefasst habt, ohne weiteres umsetzen könnt. Außerdem ist ja auch der Merkur vom 30. Januar bis zum 21. Februar rückläufig und das kann auch zu Verzögerungen und Planänderungen führen. Ihr solltet das aber nicht persönlich nehmen, denn davon sind ja jetzt alle betroffen. Und die klugen Jungfraugeborenen sind ja gut darin, vorausschauend zu überlegen, wie sie mit erschwerten Umständen fertig werden können und dabei auch noch gleich anderen behilflich zu sein.
Gesundheitlich können euch die Aspekte schon zu schaffen machen, falls ihr bestimmte Schwachstellen habt, besonders in den ersten 8 Tagen des Monats. Es kann zu Zahnschmerzen oder Entzündungsreaktionen kommen. In dem Fall solltet ihr ruhig erstmal abwarten. Es kann gut sein, dass sich das von ganz alleine legt, wenn die Aspekte durch sind. Der Neumond im Wassermann am 11. Februar fällt in euer Gesundheitshaus und je nachdem, was bei euch ansteht, lohnt sich ein Neumondritual rund um Gesundheitsthemen. Oder alternativ auch, wenn ihr euch Verbesserungen am Arbeitsplatz wünscht. Denkt darüber nach, wie diese aussehen könnten. Möglich ist auch, dass ihr einen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Problemen und den Umständen am Arbeitsplatz entdeckt. Wenn ihr etwas feststellt, wartet aber noch ab, ehe ihr es ansprecht. Eventuell müsst ihr dazu noch mehr forschen und recherchieren, solange der Merkur noch rückläufig ist. Für die Liebe ist natürlich weiterhin interessant, dass Romantikplaneten Neptun in eurem Partnerhaus steht. Dadurch seid ihr offen für zärtliche Gefühle und eigentlich auch dafür, euch zu verlieben. Aber die Anbahnung neuer Beziehungen ist ja leider immer noch erschwert. Habt noch etwas Geduld, Besserung ist in Sicht. Ab dem 15. Februar und bis zum 3. März habt ihr beruflich eine sehr produktive Phase und das, obwohl der Merkur noch bis zum 21. rückläufig ist. Es wird dann immer leichter, voranzukommen und mit Kollegen oder Mitstreitern einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Das ist auch eine gute Zeit, um die Initiative zu ergreifen und neue Projekte vorzubereiten, die ihr ab dem 21. Februar fast mühelos umsetzen könnt. Am 18. Februar um 11:44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und belebt dann für die kommenden 4 Wochen euer Partnerhaus. Am 21. wird der Merkur wieder direktläufig und steckengebliebene Abläufe kommen wieder in Gang. Und am 25. geht auch die Venus in die Fische und damit in euer Partnerhaus. Dann habt ihr bis zum 21. März eine sehr romantische und verführerische Phase. Ein Highlight ist das Wochenende mit dem Vollmond in der Jungfrau am 27. Februar, der eure Beziehungsakte und sämtliche Romantikkonstellationen aktiviert. Wenn ihr einen Schatz habt, dann nehmt euch Zeit für die Liebe, vielleicht sogar auf einer kurzen romantischen Reise zu zweit, falls das dann möglich ist. Auch für die Singles beginnt dann eine sehr schöne Flirtphase und es besteht Hoffnung, dass ihr euch dann wieder frei genug bewegen könnt, um neue Leute zu treffen. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Für euch steht die Power von 5 Planeten im Wassermann super günstig. Ich hoffe, ihr findet Zeit, entweder an einem Herzensprojekt oder an einem beruflichen Kreativprojekt zu arbeiten, denn das würde sich jetzt wirklich anbieten. Versucht, euch so weit wie möglich den Rücken frei zu halten und bittet gegebenenfalls auch Familie und Freunde um Unterstützung. Zwar ist der Merkur in den ersten 3 Wochen des Monats rückläufig und das kann natürlich dazu führen, dass sorgfältig abgestimmte Pläne, die euch unterstützen sollen, leider doch nicht so funktionieren wie gedacht oder dass es Missverständnisse darum gibt. Trotzdem bilden 5 Planeten tolle Aspekte zu eurer Sonne. Dabei sollte auf jeden Fall etwas Gutes herauskommen. Und der rückläufige Merkur ist ja zum Beispiel auch gut zum Forschen und Recherchieren und um Hintergründe zu beleuchten oder um nochmal in die Vergangenheit zurückzublicken und zu überlegen, was man vielleicht schon einmal gedacht und erreicht hat und was jetzt auch funktioniert und worauf man aufbauen kann. Das gilt übrigens auch für eure guten Kontakte, die ihr ja immer pflegt. Ihr müsst halt nur im Hinterkopf halten, dass Mails verloren gehen können oder dass man aus Versehen jemand Falsches angefunkt hat oder dass eine Idee nicht recht verstanden wird. Und dann müsst ihr eben nochmal nachhaken oder alles auch schriftlich fixieren, damit nichts Wichtiges untergeht. Vom 3. bis zum 8. Februar haben wir einige schwierige Venus-Aspekte. In dieser Zeit könnte es zu einer Zurückweisung kommen, aber davon solltet ihr euch nicht entmutigen lassen. Macht einfach weiter und glaubt an eure Sache. Das kommt schon wieder in Ordnung. Auch für die Liebe stehen die Planeten schön, weil sie sich im 5. Haus der Erotik und der Affären befinden. Falls ihr also einen Liebespartner habt, solltet ihr euch auch Zeit für spielerische und kreative Erotik nehmen. Wenn ihr Single seid, können euch diese Konstellationen, abgesehen von unserer eingeschränkten Bewegungsfreiheit, auch eine spannende neue Affäre bescheren.
Doch wir haben ja auch bis zum 17. noch einige kosmische Anspannungen und die können eure finanziellen Verpflichtungen betreffen. Beispielsweise, weil ihr Geld in ein Herzensprojekt investieren wollt, womit aber ein Partner oder Finanzpartner nicht einverstanden ist. Mein Tipp wäre, dass ihr Erwägungen und Diskussionen um Gelder, Kredite und Investitionen vertagt, bis der Merkur wieder direktläufig ist. Das ist am 21. Es kann auch wirklich sein, dass ein Konzept nochmal durchdacht werden muss. Der Neumond im Wassermann am 11. Februar aktiviert eure Kreativ- und Liebeskonstellation nochmal ganz gewaltig. Leider ist ja der Merkur rückläufig, deswegen ist der Tag trotzdem nicht so gut als Anfangsdatum für ein wichtiges neues Projekt. Doch Inspirationen werdet ihr ganz bestimmt empfangen und die solltet ihr dann auch sofort aufschreiben oder mit jemandem besprechen, dem ihr vertrauen könnt. Der Neumond kann euch auch innovative Geschäfts- oder Finanzideen bringen. Oder ihr gönnt euch ein Neumondritual mit euren Wünschen an den Kosmos. Denn auch beim Wünschen seid ihr jetzt sehr kreativ. Zum Valentinstag am 14. fällt euch bestimmt etwas besonders Schönes ein, falls ihr euren Schatz damit erfreuen wollt. Nicht zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass die Konstellationen auch angenehme und inspirierende Erlebnisse mit dem Nachwuchs anzeigen. Wenn ihr also Kinder habt, erfreuen die euch vielleicht mit ihren schönen Einfällen. Und falls ihr Homeschooling machen müsst, stellt ihr fest, dass ihr selber noch was dabei lernen könnt und dass es mehr Spaß macht als befürchtet. Am 18. Februar um 11:44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und aktiviert dann bei euch den Bereich der Gesundheit und des Berufsalltags. Außerdem ist es der Beginn einer längerfristigen Harmoniephase. Am 21. wird der Merkur wieder direktläufig, dann könnt ihr eure Ideen öffentlich machen und präsentieren. Am 25. verlässt die Venus den Wassermann und zieht weiter in die Fische. Allmählich verlagert sich nun die Energie im Bereich des Joballtags und der Gesundheit. Vielleicht geht ihr nun nach einer längeren Zeit im Homeoffice wieder ins Büro und freut euch, nette Kollegen wiederzutreffen. Oder ihr stellt fest, dass es Zeit wird, mal was für die Gesundheit zu tun. Dafür eignen sich die nächsten 3 Wochen. Der Vollmond am 27. Februar aktiviert die Heilungsenergien in eurem Horoskop. Das ganze Wochenende wäre ideal, um euch Entspannung und Wellness zu gönnen oder um euch von euren Lieben verwöhnen zu lassen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Für das Skorpion-Kollektiv sieht es nach wichtigen Familienangelegenheiten aus. Und offenbar gibt es in eurem Privatleben einiges zu regeln. 5 Planeten im Wassermann stehen bei euch im kosmischen Haus der Familie, darunter auch der rückläufige Merkur, und alle in Spannung zu eurer Sonne. Das heißt, was ihr jetzt zu regeln habt, ist offenbar auch ziemlich anstrengend. Und weil gleichzeitig auch noch Mars, Lilith und Uranus in Opposition zu euch stehen, kann sich ein Gefühl von einer Zwickmühle einstellen. Es gibt Situationen, in denen ihr nicht ausweichen könnt, egal in welche Richtung ihr euch dreht und wendet. Aber ein richtiger Skorpion läuft unter solchen Umständen meistens zur Hochform auf. Jetzt zeigt sich, wie zäh und robust ihr sein könnt und wie mutig ihr euch Herausforderungen stellt. Wenn ihr, wie viele Skorpiongeborene, andere Planeten, zum Beispiel in der Waage oder im Schützen habt, empfangen die jetzt gleichzeitig günstige Aspekte, die für Ausgleich sorgen können. Es wäre also von Vorteil, wenn ihr euer Geburtshoroskop gut kennen würdet, dann könntet ihr das genauer einschätzen. Auf jeden Fall sorgen Neptun und Pluto, die in günstigen Aspekten zu euch stehen, dafür, dass ihr über genug Regenerationskräfte und auch spirituelle, feinstoffliche Energien verfügt, um mit all dem fertig zu werden. Außerdem stehen bei den Wassermannplaneten auch die Wohltäter Jupiter und Venus ebenfalls in eurem Familienhaus. Das heißt, wenn ihr um Hilfe und Unterstützung bittet, werdet ihr sie wahrscheinlich auch bekommen. Und ihr werdet feststellen, dass es Menschen in eurer Familie gibt, die euch lieben und gerne für euch da sind. Wichtig ist, dass ihr euch nicht vom Mars im Stier zu sehr reizen lasst. Der steht nämlich in Spannung zu eurer Sonne und das kann schon dazu führen, dass ihr etwas aufbrausend reagiert. Beruflich kann dieser Mars-Aspekt eine Zeit von Konflikten bis zum 21. Februar anzeigen. Da setzt sich dann die Tendenz aus dem Januar noch fort. Also, dass zum Beispiel Verhandlungspartner oder Kollegen euch dauernd unterbrechen und ständig Änderungsvorschläge haben und alles besser zu wissen scheinen. Versucht, das nicht persönlich zu nehmen. Vielleicht ist ja was Brauchbares bei den Ideen dabei und ihr könnt interessante Vorschläge konstruktiv aufgreifen.
Der rückläufige Merkur macht ja bis zum 21. Februar auch allen zu schaffen. Missverständnisse und Planänderungen können jetzt jeden betreffen. Am besten, man regt sich erst gar nicht drüber auf. Auch für die Liebe sind die Aspekte nicht ganz einfach. Die Planeten im Partnerhaus zeigen eine Tendenz zur Auseinandersetzung, sogar mit Leuten, die ihr eigentlich sehr prickelnd findet. Oder jemand zieht sich zurück und spielt ein Spiel von Nähe und Distanz mit euch. Möglich aber auch, dass ihr jetzt Covid-bedingt gezwungen seid, eine Fernbeziehung zu führen. Auch ein neuer Flirt könnte sich als kompliziert erweisen. Zwischen dem 3. und dem 8. Februar haben wir schwierige Aspekte, die Zurückweisungen oder Liebeskummer anzeigen. Und wenn dann eine Streitigkeit eskaliert, kann es zum Bruch kommen. Der Neumond am 11. Februar im Wassermann ermöglicht aber einen Neubeginn. Dann kann man sich verzeihen und nochmal von vorne anfangen. Wenn es aber in einer Beziehung schon länger kriselt, entschließt ihr euch nun vielleicht, einen Schlussstrich zu ziehen. Weil der Neumond im Haus der Familie steht, kann es aber auch darum gehen, etwas in eurem Haus zu erneuern oder zu renovieren, Aufgaben neu zu verteilen oder die Einrichtung zu verändern. Aber denkt dran, der Merkur ist noch rückläufig. Es kann sein, dass ihr bestimmte Änderungen hinterher auch wieder rückgängig macht. Insgesamt sind die Aspekte noch bis zum 17. Februar recht angespannt und es ist wichtig, dass ihr genug Freiraum habt, euch mal zurückzuziehen und wieder zu euch selbst zu finden. Alternativ wird es euch auch gut tun, mal vor die Tür zu gehen und draußen Abstand zu gewinnen. Auch kräftiger Sport an der frischen Luft kann nicht schaden mit diesem starken Mars-Einfluss. Am 18. Februar um 11.44 Uhr geht die Sonne in die Fische und aktiviert eure Lebensfreude und hilft euch, wieder in den Fluss zu kommen. Am 21. wird der Merkur wieder direktläufig und am 25. geht die Venus in die Fische. Dann beginnt eine sehr schöne Phase bis zum 19. März für euch, in der wieder an allen Fronten Harmonie herrscht und sich gut Kompromisse finden lassen. Auch der Vollmond am 27. Februar in der Jungfrau steht günstig für euch und läutet ein Wochenende ein, in dem ihr euch viel Zeit für die Liebe und das Vergnügen nehmen solltet. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Sieht aus, als fordert der Kosmos euch auf, im Februar etwas Neues zu lernen und euren Wissensschatz zu erweitern. Die 5 Planeten im Wassermann fallen alle in euer drittes kosmisches Haus des Lernens und der Kommunikation und bilden außerdem super günstige Aspekte zu euch. Sie wecken eure Neugier und inspirieren euch. Wenn ihr schreibt, bloggt, Videos erstellt oder ganz generell in den Social Media aktiv seid, solltet ihr einen super produktiven Monat haben. Vielleicht überlegt ihr jetzt auch, wie ihr euch auf die neuen Anforderungen der Luftepoche einstellen könnt und welche neuen Fertigkeiten ihr dafür erlernen müsstet. Wenn euch ein Online-Kurs interessiert oder wenn ihr überlegt, eine neue Software zu installieren, macht euch schlau. Allerdings ist ja der Merkur vom 30. Januar bis 21. Februar rückläufig. Deshalb gilt es jetzt erstmal, sich zu informieren und mehr über die Hintergründe zu erfahren. Wichtige Verträge und Abschlüsse solltet ihr möglichst erst nach dem 21. Februar tätigen. Oder ihr bucht jetzt noch schnell einen Kurs, bevor der Merkur rückläufig wird. Man kann unter rückläufigen Merkur gut lernen, man sollte sich nur nicht gerade dann eine neue Software, einen neuen Computer oder ein neues Auto kaufen. Weitere Anregungen findet ihr in dem Video, das ich mit Christoph Niederwieser zur Luftepoche gemacht habe. Falls ihr das noch nicht kennt, solltet ihr euch das unbedingt mal anschauen. Ich verlinke das hier auf der Infokarte für euch. In der Liebe und im Privatleben gibt es auch ein paar wichtige Themen. Der aufsteigende Mondknoten in eurem Partnerhaus zeigt, dass Menschen euren Weg kreuzen, die für euer Leben bedeutende Impulse bringen. Und da kann sogar der Seelenpartner dabei sein. Das wird in diesem Monat auch durch die Planeten aktiviert. Falls ihr Geschwister habt, kann das ebenfalls ein wichtiges Thema sein. In den ersten 8 Tagen des Monats gibt es vielleicht etwas Trauriges oder ein Geschwister braucht Hilfe oder zieht sich zurück. Und dann könntet und solltet ihr helfen, denn für euch sind die Aspekte positiv. Vielleicht ist es auch ganz dringend nötig, dass ihr euch mal zusammensetzt oder per Zoom trefft, um eine wichtige Familienangelegenheit zu besprechen. Bei euch steht ja der Neptun im privaten Bereich der Familie und das kann anzeigen, dass ein Familienmitglied geschwächt und hilflos ist und Unterstützung benötigt. Und dann sind Absprachen wichtig.
Ein bisschen müsst ihr auch auf eure eigene Gesundheit achten. Der Einfluss von Neptun kann das Immunsystem schwächen und welche Geburtstagskinder betroffen sind, das könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Der Mars steht im Gesundheitshaus hier zusammen mit Lilith und Uranus und das kann Fieber oder Entzündungen anzeigen. Das gilt jetzt vor allem für die Schütze-Aszendenten. Aber ich denke, die meisten von euch verfügen über eine gute Vitalität. Der Neumond am 11. Februar im Wassermann aktiviert nochmal die ganze Planetenpower in eurem dritten Haus und inspiriert euch, über die Zukunft nachzudenken, zu forschen und euren Wissenshorizont zu erweitern. Ihr könnt auch ganz toll ins Gespräch kommen, ob nun direkt oder über Online-Medien. Es sind interessante Impulse durch Gesprächspartner oder Lehrende möglich, die euch neue Wege für eure Zukunft aufzeigen. Auch im Hinblick auf eure Geschwisterthemen kann dieser Neumond eine Aussprache und einen Neuanfang anzeigen. Trotzdem ist immer noch der rückläufige Merkur im Auge zu behalten und vielleicht solltet ihr noch abwarten bis zum 21., ehe ihr neue Vorhaben in die Tat umsetzt. Zum Valentinstag am 14. Februar habt ihr wahrscheinlich ganz bezaubernde Ideen, wenn ihr jemand Netten eine Aufmerksamkeit zukommen lassen wollt. Aber achtet darauf, dass eure Grüße rechtzeitig und bei der richtigen Person ankommen. Vielleicht erhaltet ihr auch eine Nachricht, über die ihr euch besonders freut. Am 18. Februar um 11:44 Uhr geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für 4 Wochen euren privaten Bereich Heim und Familie. Am 21. wird auch der Merkur wieder direktläufig und dann ist der Weg frei, um neue Ideen zu präsentieren oder auch neue Produkte einzuführen. Am 25. Februar geht die Venus in die Fische und sorgt in den kommenden 3 Wochen für gute Stimmung bei euch zu Hause. Falls ihr ein hilfsbedürftiges Familienmitglied zu betreuen habt, gelingt euch das mit Wärme und Zuneigung. Der Vollmond in der Jungfrau am 27. legt nahe, euch an dem Wochenende Zeit für eure Lieben zu nehmen und beispielsweise gemeinsam einen schönen Film zu gucken. Wenn ihr alleinstehend seid, kann es jedoch auch sein, dass ihr sehr inspiriert seid, über euer berufliches Fortkommen nachzudenken. Auch ein heilsames Vollmondritual würde sich anbieten. Hallo, ihr wunderbaren Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ich hoffe, ihr habt es trotz Einschränkungen hinbekommen, euren Geburtstag würdig zu zelebrieren. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man Zeit für sich selbst hat und meditieren kann. Ich als Steinbock habe mir mit vielen Telefonaten und einem Zoom-Meeting beholfen und die engste Familie persönlich getroffen. Das war sehr schön. Der Januar war wahrscheinlich bisher sehr produktiv für euch und diese Tendenz setzt sich auch noch weiter fort. Denn der Mars steht noch den ganzen Februar über im Stier und versorgt euch mit Kraft und Energie. Auch gesundheitlich ist das eine gute Tendenz, der ihr durch Sport, vor allem viel Bewegung an der frischen Luft, nachhelfen könnt. 5 Planeten stehen im Wassermann und bevölkern beim Steinbock-Kollektiv das zweite Haus des Geldes und des Selbstwerts. Dort befinden sich ja auch längerfristig Jupiter und Saturn und dort findet auch der Neumond am 11. Februar statt. Es kann sich also sehr lohnen, falls finanzielle Planungen im Raum stehen, darüber gründlich nachzudenken. Und wenn es bloß ist, dass ihr die Steuererklärung in Angriff nehmt. Der Merkur ist ja ab dem 30. Januar im Wassermann rückläufig, also auch in eurem Geldhaus. Das heißt, ehe ihr Finanzentscheidungen umsetzt oder entsprechende Verträge unterschreibt, solltet ihr abwarten bis zum 21. Februar, dann wird er wieder direktläufig. Aber zum Forschen, Nachdenken, Sortieren und Aufarbeiten von Liegengebliebenem ist die Zeitqualität bis dahin gut geeignet. Für manche von euch geht es vielleicht auch ums Selbstwertgefühl und das ist ja beim Steinbock eng an Erfolg und Relevanz geknüpft. Wenn ihr das Gefühl habt, eure Tätigkeit und euer Wirken machen einen Unterschied im Leben wichtiger Leute, dann wird es euch gut gehen. Deswegen kann dieser Monat auch geeignet sein, über solche Sachen nachzudenken. Was wollt ihr tun und wo wollt ihr euch einsetzen, damit ihr euch nützlich fühlt? Denn das ist gut für euer Selbstwertgefühl. Ich denke da zum Beispiel an meine Schwester, die ist Stier mit Steinbock-Aszendent und hat ein Business im Bereich nachhaltige Mode. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch das gerne mal unten in der Videobeschreibung. Für sie geht es jetzt darum, sich neu zu definieren, denn sie ist weit mehr als eine Dienstleisterin, sondern vielmehr Designerin und Künstlerin. Also, wie seht ihr euch selbst und welchen Wert hat eure Tätigkeit, privat wie beruflich?
Das sind jetzt die Fragen, die anstehen. Ihr könnt den Neumond am 11. Februar nutzen, um darüber zu meditieren. Und da müsst ihr nicht mal unbedingt drüber reden, solange der Merkur noch rückläufig ist, sondern für euch selbst nachdenken und auch eigene Beschlüsse fassen. Die Spannungsaspekte, die jetzt noch bis zum 17. Februar anhalten, können bei euch auf einen Konflikt verweisen, nämlich zwischen euren Wünschen für euer persönliches Fortkommen und wo ihr euer Geld einsetzen wollt und was davon realistisch und machbar ist. Es scheint alles nicht recht zusammenzupassen. Lasst euch davon nicht frustrieren. Ab dem 18. Februar werden sich neue Wege auftun, wie ihr das hinbekommen könnt. Ab dem 22. Februar habt ihr bis zum 4. März eine starke Phase mit großer Überzeugungskraft und könnt viel bewirken und bewegen. In der Liebe läuft es in den ersten 3 Wochen des Monats nicht immer rund. Ihr seid durchaus offen für Lust und Leidenschaft, aber gleichzeitig wahrscheinlich sehr beschäftigt mit beruflichen und finanziellen Überlegungen. Wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr wirklich vorübergehend mal den Kopf abschalten und euch Zeit für Kuschelstunden nehmen. Günstig stehen die Sterne an dem Wochenende vom 13. und 14. Februar. Da wäre ja auch der Valentinstag eine Gelegenheit, der Liebe mehr Raum zu geben. Für die Singles kann sich ein Auf und Ab ergeben. Falls ihr jemanden im Auge habt und die Sache nicht richtig in Gang kommt, verliert nicht die Geduld. Besserung ist in Sicht. Und das gilt jetzt für alle Steinbock-Geborenen. Ab dem 18. Februar, wenn die Sonne in die Fische geht, kommen viele Angelegenheiten wieder in den Fluss und es herrscht mehr Harmonie. Außerdem profitiert ihr zwischen dem 18. und dem 25. Februar von einem besonders kraftvollen Mars-Aspekt. Da könnt ihr euch also auch was Körperliches oder Sportliches vornehmen. Am 21. wird der Merkur direktläufig. Das ist bis Mitte März sehr günstig für eure Finanzen. Und am 25. läuft die Venus in die Fische und das wird euch eine schöne Liebesphase von 3 Wochen bescheren. Auch falls ihr schreibend tätig seid oder mit Marketing zu tun habt, ist das eine sehr vorteilhafte Zeit. Das Wochenende mit dem Vollmond am 27. Februar dürfte sehr inspirierend für euch werden, sowohl in der Liebe als auch um Pläne für die Zukunft zu machen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. 5 Planeten befinden sich in eurem Zeichen und verleihen euch Energie, Vitalität und Inspiration. Eure Verantwortung und euer Einfluss steigen. Allerdings steht weiterhin der Mars in Spannung zu der versammelten Planetenmannschaft. Das kann dazu führen, dass ihr schnell gereizt werdet, wenn sich euch Hindernisse in den Weg stellen. Es wäre also sinnvoll, wenn ihr euch überlegt, wie ihr diese ganze Energie in konstruktive Bahnen lenken könnt. Und dabei helfen bestimmt Sport und Bewegung. Die Geburtstagskinder vom Januar sind mit den Mars-Aspekten jetzt durch. Er bildet im Februar noch Spannungen zu den Geborenen der 2. und 3. Dekade. Aber in der 1. Dekade bildet sich nun ein Frustrationsaspekt zwischen Saturn bei euch im Wassermann und Uranus im Stier. Das heißt zwischen dem, was ihr Neues beginnen möchtet und den Traditionen und Vorschriften, die euch dabei vielleicht im Wege stehen. Solche Schwierigkeiten und Störimpulse, die euch aufregen, können mit Familienangelegenheiten oder auch technischen Problemen in eurem Zuhause einhergehen. Da spielt ja auch mit rein, dass der Merkur vom 30. Januar bis 21. Februar im Wassermann rückläufig ist. So kann es durchaus sein, dass es Probleme mit dem Internetanschluss, mit eurem Computer oder Smartphone oder anderen technischen Einrichtungen in eurem Zuhause gibt und dementsprechend dann auch im Homeoffice. Möglich auch, wenn ihr Kinder habt, dass diese das Internet blockieren, wenn ihr es gerade braucht und dass es darum ein wenig Theater gibt und das womöglich auch noch begleitet von Missverständnissen. Ihr solltet euch jedenfalls in dieser Zeit möglichst keine neuen technischen Geräte oder auch kein neues Auto zulegen. Das könnte Probleme nach sich ziehen. Denkbar sind auch Probleme rund um das Homeschooling, dass beispielsweise eure Kinder nicht ins Internet kommen, um am Unterricht teilzunehmen. Versucht, euch nicht aufzuregen. Diese Aspekte gehen Ende Februar vorbei und dann entspannt sich die Lage. Am besten funktionieren bis zum 21. Februar alle Sachen, die bereits gut eingespielt sind und wo die Abläufe klar sind. Und wenn ihr mit den Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, Abmachungen trefft und Pläne macht, rechnet damit, dass sie sich auch nochmal ändern können und nehmt euch das gegenseitig nicht übel.
Unterstützung bekommt ihr von der Venus, die noch bis zum 25. durch den Wassermann läuft und dabei auch Jupiter in eurem Zeichen aktiviert. Das heißt, die beiden Wohltäter wirken gemeinsam zu eurem Vorteil und fördern alle Bemühungen um ein freundliches Auskommen. Außerdem seid ihr dadurch besonders liebenswürdig und charmant, sodass man euch kaum böse sein kann. Das Mantra »Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein?« kann euch jetzt auch sehr helfen, denn im Zweifelsfalle ist es wichtiger, dass alle gut miteinander auskommen oder eine Lösung finden, als dass man drum wetteifert, wer Recht hatte oder wer am besten ist. Finanziell und beruflich kann es für euch ein sehr guter Monat werden, abzüglich natürlich des Einflusses vom rückläufigen Merkur. Das heißt, ihr müsst sicher gehen, dass ihr richtig verstanden werdet und wichtige Angelegenheiten nochmal schriftlich festhalten. Wichtige Abschlüsse und neue Verträge solltet ihr möglichst auf die Zeit nach dem 21. Februar vertagen. Aber die guten Einflüsse werden sicher dafür sorgen, dass ihr trotzdem erfolgreich und sehr überzeugend sein könnt. Auch Geld kann hereinkommen und scheut euch auch nicht, das, was euch zusteht, gegebenenfalls anzumahnen. Der Neumond am 11. Februar im Wassermann ist für euch der wichtigste des ganzen Jahres. An dem Tag haben wir dann 6 Planeten im Wassermann, die euch mit Energie aufladen. Deshalb solltet ihr diesen Neumond nutzen, um Pläne für euer neues Lebensjahr zu machen und eure guten Ideen festhalten. Auch ein Blick zurück in die Vergangenheit lohnt sich, um zu schauen, welche Strategien bereits gut funktionieren und von welchen ihr euch jetzt verabschieden solltet. Schaut euch auch auf jeden Fall nochmal mein Interview mit Christoph Niederwieser zur Luftepoche an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das wird euch bestimmt auch sehr inspirieren. Habe ich auf der Infokarte verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung. Am 18. Februar um 11.44 Uhr verlässt die Sonne dieses Jahr euer Zeichen und zieht dann weiter in die Fische. Sie aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich der Finanzen und des Selbstwertgefühls. Freut euch auch darauf, dass am 21. der Merkur wieder direktläufig wird. Das ist sehr gut, um eure gefassten Pläne in die Tat umzusetzen. Am 25. wandert auch die Venus weiter in die Fische und auch in euer Geldhaus. Das ist ein sehr günstiger Einfluss für die kommenden 3 Wochen. Der Vollmond am 27. Februar läutet ein harmonisches Wochenende ein. Das würde sich zum Beispiel eignen, um mit eurem Schatz und Familienmitgliedern über Finanzpläne zu sprechen. Vielleicht ist sogar eine gemeinsame Shoppingtour wieder möglich. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Februar Geburtstag habt. Die kosmischen Kräfte aktivieren beim Fische-Kollektiv den spirituellen Bereich des Horoskops. Wenn ihr, wie so viele Fischegeborene, einen Draht zur geistigen Welt habt, dann solltet ihr in diesem Monat viele Inspirationen von dort empfangen. Manche von euch werden jetzt auch das Bedürfnis verspüren, sich zurückzuziehen, um mehr Zeit zu meditieren und ausruhen zu haben. Das gilt besonders für die Fische-Aszendenten. Dann tut das ruhig, denn es kann nicht schaden, die Batterien ein wenig wieder aufzuladen. Ab dem 18. Februar steht ihr nämlich häufig im Mittelpunkt. Gleichzeitig empfangt ihr weiterhin stärkende Impulse von Mars im Stier, sodass euch wahrscheinlich die Lust an der Bewegung nicht abhanden kommt. In der Liebe kann es vorübergehend ruhiger werden, weil die Venus sich ein bisschen zurückgezogen hat. Wenn ihr also Single seid, läuft wahrscheinlich nicht so viel mit Flirten etc. Macht euch deshalb nicht verrückt. Es ist ja ohnehin aufgrund der Lockdown-Maßnahmen kaum möglich, erfolgreich zu flirten. Die Sterne bessern sich auf jeden Fall Ende Februar wieder. Vielleicht schwärmt ihr auch im Stillen für jemanden oder ihr erwärmt euch jetzt für die spirituelle Seite der Liebe. Beruflich kann es durchaus gut für euch laufen. Besonders viel zu tun haben diejenigen, die kreativ mit Worten arbeiten oder in der Schule oder Fortbildung tätig sind. Wenn ihr schreibt, als Blogger oder mit Videos und Podcasts arbeitet oder viel mit Social Media macht, seid ihr wahrscheinlich inspiriert und habt tolle und sogar etwas provokante Ideen. Trotzdem solltet ihr ein bisschen aufpassen, denn wenn ihr jetzt eine große Reaktion lostretet, kann euch das schnell zu viel werden und die spirituelle Ruhe stören, die ihr ja gleichzeitig auch sucht. Das müsst ihr dann ein bisschen austarieren. Und da haben wir in diesem Monat eben eine ziemliche Spannung in diesem Bereich. Deshalb überlegt euch gut, mit welchen aufregenden Thesen ihr an die Öffentlichkeit geht.
Zumal ja auch der Merkur rückläufig ist, nämlich vom 30. Januar bis zum 21. Februar. Und der steht ebenfalls bei euch im versteckten 12. Haus. Es kann also sein, dass ihr missverstanden werdet oder auch, dass euch vielleicht noch die eine oder andere Information gefehlt hat. Und nicht zuletzt kann das auch dazu führen, dass ihr vielleicht selbst in eurer Arbeit Fehler macht oder nachlässig seid. Deshalb konzentriert euch gut und schaut, dass ihr einen guten Ausgleich zwischen Arbeit und Ausruhen habt. Ab dem 21. Februar läuft es dann wieder rund und ihr könnt auch mit einer Veröffentlichung großen Erfolg haben. Der Neumond am 11. Februar fällt ebenfalls in den spirituellen Bereich eures Horoskops und das ist für euch wirklich toll für spirituelle Arbeit und magische Rituale. Ihr könnt rund um diesen Neumond zu einem starken Kanal für Botschaften aus der geistigen Welt werden und im Zuge dessen auch helfen und viel spirituelle Liebe in die Welt tragen. Übrigens kann es auch sein, dass euch geholfen wird, wenn ihr zum Beispiel finanziell in der Klemme seid, und zwar von ganz geheimer und unerwarteter Seite. Am 18. Februar um 11.44 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Fische und aktiviert für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Der Merkur wird am 21. Februar wieder direktläufig und am 25. geht dann auch die Venus in euer Zeichen. Damit beginnt eine Phase der Entspannung und Friedlichkeit und wahrscheinlich auch Lockerung vieler Einschränkungen. Es kann also durchaus sein, dass ihr euren Geburtstag wieder im Kreise von Freunden und Menschen, die euch lieben, feiern könnt. Und wenn dem so ist, werden natürlich alle kommen und die Gelegenheit nutzen, sich endlich mal wiederzusehen. Außerdem beginnt am 25. eine sehr charmante und liebevolle Phase von 3 Wochen. Dann stehen die Sterne auch für die Singles unter euch wieder günstig zum Flirten und um einen Schwarm wiederzusehen. Oder um jemand Neues kennenzulernen. Beruflich habt ihr einen tollen Unterstützungsaspekt zwischen dem 21. und 25. Februar. Da könnt ihr mit einer Veröffentlichung sehr erfolgreich sein oder ihr findet in eurem Netzwerk Unterstützung und Förderung für ein wichtiges Vorhaben. Falls ihr dahingehend Gespräche führen wollt, solltet ihr euch diese Tage dafür merken. Am Samstag, den 27. ist Vollmond in der Jungfrau. Der aktiviert bei euch die Beziehungsachse und bildet viele schöne Harmonieaspekte. Das ganze Wochenende würde sich eignen, um euren Geburtstag zu feiern oder doch zumindest, um mit einem geliebten Menschen ein romantisches Dinner zu zelebrieren. Und noch eine gute Nachricht zum Schluss. Viele der positiven Tendenzen setzen sich auch den März über noch fort. Und hier ist für euch mein Service-Teil mit meiner Verlosung und mit neuen Terminen für euch. Alle meine Horoskopprodukte, Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com/astroberatung und die verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch wieder einen Livestream für euch geplant. Der ist am Mittwoch, den 10. Februar um 21 Uhr. Dann schauen wir in den Zukunftsneumond mit 6 Planeten im Wassermann. Im Livestream gibt es auch wieder ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal habe ich ein persönlich signiertes Exemplar meines Astrologiebuchs für Einsteiger für euch. Geheimnisse der Astrologie. Ist ganz toll zum Nachlesen, zum Beispiel was die Häuser bedeuten und mit einer ausführlichen Interpretation der Mondzeichen und vieles mehr. Und ich verlose das Buch unter allen, die mir hier einen interessanten Kommentar posten, zum Beispiel welche meiner Vorhersagen für euch passen und eingetroffen sind. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos in euren Social Media. Denn wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr euch automatisch benachrichtigen lassen, wann ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den März. Hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch nochmals das Video Aufbruch in die Luftepoche mit Christoph Niederwieser. Interessant ist auch der Livestream zum aktuellen Mondzyklus mit dem Transformationsneumond im Steinbock und natürlich das große Jahreshoroskop 2021 als Video. Alles Gute mit den Sternen und bleibt besonnen!